Aber wir wollen einmal in unserer Sendung begrüßen Billy und Lara. Schönen guten Tag. Hallihallöchen. Hallo. Hallo. Hi. Ja, ihr habt geduldig gewartet und hoffentlich viel gelernt und in Erinnerung geschwellt gerade im Rest der Sendung. Ich war schockiert. Ja. Du warst schockiert? Ich war schockiert. Okay. Ja, warum ist denn nicht kollektiv hier von euch Fallout New Vegas als das beste Fallout benannt worden? Ja, wir haben es aber schon auch so. Ja, wir waren schon recht positiv. Es wurde schon sehr gelobt, ja. Ja, ja, das stimmt schon. Alles gut. Hast du denn die anderen gespielt, 1 und 2? Ja, tatsächlich rückwirkend. Okay. Wobei, ich muss auch gestehen, Fallout New Vegas war mein erstes Fallout und dann bin ich erst zu 3 gesprungen, dann zu 1, zu 2 und dann 4 und 76. Die erste Liebe, da haben wir sie. Die erste Liebe. Die erste Liebe, genau. Die erste Liebe, ja. Ja. Bevor wir mit Detail wobei ich sagen gleich würde, vielleicht noch einen Satz. Also ich würde sagen, der große Bonuspunkt bei New Vegas ist halt die Lore und die Tiefe der alten Fallouts und eben die Kernmechaniken der modernen Fallouts. Und ich glaube, deswegen kommt es so gut bei der Community an. Das ist schon mal ein guter Anfang. Ich würde sagen, bevor wir in die Detailarbeit reingehen, hallo haben wir kurz gesagt. Denn ihr könnt euch gerne noch einmal vorstellen und einmal sagen, wie lange ihr bis jetzt Fallout 76 gespielt habt und warum ihr so lang auch daran hängen geblieben seid. Billy, wie sieht's bei dir aus? Ja, ich bin der Billy. In der deutschsprachigen Fallout-Community kennt man mich auch als Aufseher-Billy. Ich leite eine kleine, aber feine Fallout-Community oder Gruppe auf Republic Facebook. Republic of und Billy auf, oder was? Auf Discord. Und auch auf Discord. Und an der Stelle Grüße an Voltec Germany. Und ja, genau. Und ich spiele Fallout 76 seit der Beta. Ja. Billy, du kannst gerne mal weitermachen. Du hast ja schon ein bisschen so erklärt, was so einen so ranziehen kann am Fallout 76. Ich hatte zu Beginn irgendwie so den Eindruck, ich laufe dahin, sehe ab und zu mal ein paar Leute und höre mir Podcasts an durch Audiologs, die dann unten herumliegen, aber nicht so viel die Interaktionsmöglichkeit. Mhm. Wie hast du das erlebt? Hast du da die Wandlung mitgemacht? Wie war das? Vollkommen richtig. Also man muss sagen, es gibt zwei Arten von Spieler oder zwei Arten von Erlebnistypen. Einmal der Singleplayer, der eben von Fallout 3, Fallout 4, Fallout New Vegas kommt und eben der klassische Online-Multiplayer-Rollenspieler. Und ich glaube, der klassische Fallout-Fan, der war von Fallout 76 am Anfang deshalb enttäuscht, weil, ne, wie du schon eben sagtest, die Storyline, die erkundest du durch Terminals und durch Holo-Bänder. Und ich glaube, da kommt nicht ganz so das Feeling auf wie in den vorherigen Offline-Singleplayer-Spielen. Und da war die Enttäuschung groß. Aber ich glaube, das ist auch ein Punkt, der sich bis heute durchzieht. Du hast auf der einen Seite eben die Singleplayer und auf der anderen Seite die Multiplayer. Und das Schöne ist, dass Bethesda über die Jahre eben auch Content für Singleplayer auch nachgeschoben hat. Also durch das Wastelanders-Update kamen dann erstmalig die NPCs nach Appalachia. Man hatte dann Fraktionen, zwei an der Zahl, die Siedler, die Raider. Man konnte sich einer von beiden Fraktionen anschließen. Dann gab es später eine Bruderschaftsquestline, eine ausgedehnte über zwei Updates, die mit einem halben Jahr verschoben released wurden. Und das war einfach für die Singleplayer, glaube ich, genau das, was sie gebraucht haben, damit sich Fallout 76 wieder wie ein echtes Fallout anfühlt. So, und die Multiplayer, ich glaube, die hatten konstant Spaß, vielleicht die ein oder andere Content-Flaute, da gab es dann vielleicht wenig zu tun. Aber aktuell muss man sagen, ist es wie in jedem Online-Rollenspiel, der Endgame-Content, der besteht eben aus Grind. Aktuell haben wir die Expedition, wir grinden Briefmarken, um davon Baupläne zu kaufen. Da gibt es dann ganz viele komische kleine Währungen, Goldbarren, Briefmarken, Legendärscheine. Und ja, also ich glaube, die Online-Rollenspieler, die sind wahrscheinlich mit Fallout 76 alles in allem glücklicher gewesen als die klassischen alten Fallout 3, Fallout 4 Fans. Mhm. Was sind denn die Levels von euren meistgespielten Charakteren? Gerade 3690, glaube ich. Okay. Aber sag mal, Billy, wenn du jetzt Level 320.548 bist, inwiefern ist das Spiel denn überhaupt noch eine Herausforderung für dich? Wenig. Also ich hatte letztens einen Kommentar gelesen, der es ganz treffend auf den Punkt gebracht hat. Und zwar, das, was Fallout 76 trägt, sind vor allen Dingen auch die Bekanntschaften und Freundschaften, die man eben über das Spiel geschlossen hat. Und wenn man dann allabendlich über Discord oder über die In-Game-Voice-Chat-Funktion zusammenkommt und sich einfach mit seinen Mitspielern oder inzwischen dann nach 4 Jahren auch Freunden treffen kann und sich austauschen kann und generell auch private Geschichten austauscht und zusammen lacht,
dann ist das nochmal so die Zusatzkomponente, die einfach ein Singleplayer-Titel nicht bieten kann. Mhm. Ja, es ist, ich will es ja gar nicht absprechen und dass ihr da viel Spaß mit habt, aber für mich ist das halt, also ich bin auf jeden Fall einer dieser Singleplayer, die mit 76 so gar nichts anfangen konnte. Ich glaube aber auch, dass auch der Singleplayer selbst, wenn sie da jetzt Missionen für einen Singleplayer drin haben, das Fallout 3 oder 4 Gefühl wird da, glaube ich, schwierig rüberzukommen sein, wenn da auch noch andere Leute rumlaufen. Genau. Allein das, wenn du da andere rumhüpfen hast. Ja, also da kann ich zu sagen, also ein großer Teil der Stories ist in Instanzen verlagert, sodass man da also alleine drin ist, eben wahrscheinlich aus genau diesem Grund. Und ehrlicherweise, wir haben es so gemacht, also meine Mitspieler und ich, dass wir uns einfach quasi mal 3 Tage lang nicht auf Discord haben blicken lassen und dann erstmal die Story alleine solo auch erlebt haben und erst dann, nachdem jeder durch war, wieder dann zusammengekommen sind, weil klar, du hast vollkommen recht, ne? Wenn ständig irgendeiner drüber labert oder 3 Leute im Clownskostüm vor dir rumhüpfen, dann ist jede Immersion verflogen, ganz klar. Aber das ist Endzeit. Da kannst du nicht verhindern, dass 3 Leute im Clownskostüm dann vor dir herumspringen. Was muss Fallout 76 jetzt in der Zukunft machen, um euch noch zu halten? Oder habt ihr Wünsche, in welche Richtung da was gehen kann? Was würdet ihr gerne anders haben? Also ich würde sagen, viele Leute haben sehr viel Spaß mit dem Baumenü, ja, so wie der Nils. Und dementsprechend haben wir hier in Fallout 76 einfach die Problematik, dass uns viel zu wenig Baubudget zur Verfügung steht. Wir können immer ein Camp-Modul platzieren, haben dann einen kleinen Radius und eben ein gewisses Kontingent an Baubudget, das wir füllen können. Und das reicht vielen Spielern nicht. Ich glaube, das hängt damit zusammen, dass wir eben natürlich auch die alten Konsolen noch mitschleppen, sprich PlayStation 4, Xbox One. Wenn es da ähnlich wie bei einem GTA vielleicht mal eine Portierung gäbe zu den, ich sag jetzt mal, moderneren Plattformen und die alten abgekapselt, vielleicht mache ich mir jetzt gerade Feind, ich weiß nicht, dann wäre vielleicht technisch noch mal ein bisschen mehr möglich, gerade in Sachen Baubudget. Ich glaube, das würde vielen Spaß machen. Und ansonsten brauchen wir natürlich Endbosse. Wir brauchen Bossgegner und Raids. Wir haben jetzt gerade die Expedition gekriegt im Herbst, jetzt frisch im September. Und die sind, finde ich, eigentlich schon eine gute Sache. Da müssen halt nur mehr von kommen. Und ich glaube, das plant Bethesda auch. Mhm. Ja, da es ein Service-Game ist, vielleicht sitzen wir in 7 Jahren auch noch mal hier und reden gerade über den aktuellen Stand dann. Vielleicht ist es dann zu Fallout 77 dann übergegangen endlich. Wir wissen ja nicht, wie es dann da genau ausschaut. Wollt ihr was zu 76 noch ergänzen? Hier, was ihr auf dem Herzen habt, wenn ihr schon mal die Plattform hier habt? Ja, also ich möchte nur einmal die Fallout-Fans der Offline-Titel dazu animieren. Wer einem No Man's Sky oder auch einem Cyberpunk eine zweite Chance geben kann, der kann auch einem Fallout 76 eine zweite Chance geben. Ich glaube, man muss ja keine tausenden Stunden darin versenken, aber ich denke, mal so 1-2 Wochen kann man wirklich mit den Story-Kampagnen wirklich Spaß haben. Und vielleicht sucht man sich ja dann eine nette Gruppe über Facebook, über Discord oder wie auch immer und findet dann auch Online-Anschluss und langfristig mit dem Spiel. Aber schaut's euch an. Dem kann ich mich aber tatsächlich anschließen, weil ich habe ja eben dann vor 3 Monaten noch mal länger reingeguckt, weil ich eben wissen wollte, wie ist das jetzt seit dem Wastelander DLC mit irgendwie den NPCs. Zwischendurch ist hier in der Runde aber noch mal ein mögliches Fallout 5 gefallen oder über ein mögliches Fallout 5 gesprochen worden. Und Billy und Lara, ihr könnt gerne hier auch noch mal gleich euren Senf dann dazugeben, weil so das natürlich auch dann alle interessieren. Und ich würde in der Runde mal kurz abklopfen. Habt ihr irgendwelche Wunschideen, wo das hingehen könnte? Gibt's ein Setting? Gibt's einen Storykniff? Gibt's irgendwas, wo ihr sagen würdet, hey, das wäre so mein Fallout 5? Billy, kann dich irgendwas von Fallout 76 wegschmeißen? Geht das? Schwierig jetzt tatsächlich. Was also, müsste Fallout 5 bieten? Mobilität gäbe. Also, ich muss dazu sagen, im Vorfeld zu Fallout 76 ist eine Dokumentation über die Entstehung von Fallout 76 erschienen auf YouTube. Und da wurde auch ein Lead-Designer interviewt, der über die Entstehung von Fallout 4 gesprochen hat. Und da hatte er dann erwähnt, dass ursprünglich als Setting New York geplant war, dass man dann aber dieses New York hätte so groß machen müssen, dass es für die aktuelle Konsolengeneration unmöglich gewesen wäre, das zu performen. Sodass man dann eben auf ein etwas kleineres Boston umgeschwenkt ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass dieser Plan New York noch nicht vom Tisch ist. Wenn wir jetzt ein Fallout 5 in die späten 2020er schieben und wieder eine neue Konsolengeneration am Start ist, könnte ich mir vorstellen, dass sie dieses New York-Thema nochmal aufgreifen. Und ich glaube, da kommt ihr dann mit eurer Fallout 3-Liebe auch sehr
wahrscheinlich auf eure Kosten, weil haben wir dann wieder natürlich diese Großstadtschluchten. Und ich glaube, das wäre dann super. Nur das eine bei Billys Pitch hat mir nicht gefallen, dass wir Ende der 20er, 2000er, das wäre ja nochmal 5 Jahre. Danke Billy, danke Lara, wir danken euch erstmal natürlich, dass ihr euch die Zeit genommen habt und beigetragen habt mit eurer Expertise. Da sagen wir euch dann jetzt schon mal Tschüss und ich hoffe, ihr seid demnächst irgendwann mal wieder dabei, wenn wir dann wieder über Fallout 76 was gerne machen wollen. Deshalb Dankeschön. War mir ein inneres Mettbrötchen, danke. Danke, danke. Dankeschön.